Hey ihr sahnigen Trüffelstücke, willkommen zurück zu Horizon 2 Forbidden West. So, ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen was gesammelt. Und das baue ich mir jetzt gerade mal jetzt zusammen. Oha, guck mal, Beutel Upgrades. Jägerbogenköcher, Waschbärhaut 7 habe ich. Und bam. Jetzt brauche ich Kaninchenhaut. Ah. Bombenbeutel haben wir, ein Wildschweinknochen, was, Nabelschweinknochen, was ist das denn schon wieder? Egal, auf jeden Fall Bomben machen wir uns auch noch. Zack. Tränke, Eichhörnchenhaut machen wir uns auch noch. Wunderbar. Her, Gabelbein für Stolperdrahtbeutel. Habe ich alles, hab alles. Eichhörnchenknochen. Wir gehen nur langsam die Metallscherben aus hier. So, alle Beutel größer gemacht. Perfekt. Der Trink kann auch arbeiten. Was kann ich? 24? Willst du mich verarschen? Das ist ja gar nichts. Was? Und ich habe keine Scherben mehr, um die herzustellen. Ich bin so arm, ey. Ich habe nicht mal mehr Scherben, um mir was zu bauen. Kann ich jetzt bei dir handeln vielleicht mal? Der Laden ist zu klein. Du kannst gerne die Werkbank benutzen. Mehr kann ich nicht tun. Oh, danke. Ich habe so wenig Scherben, dass ich nicht mal jetzt Pfeile bauen kann. So, mein Vorrat. Ja, ja. Immer die Tutorials hier. Immer die Tutorials. Was? Da sind Heiltränke drin? Okay. Wie läuft's, Hammerkorb? Ein guter Tag! Ich habe dich nicht erwartet. Kann ich helfen? So, die reden gar nicht mit mir. Ihr seid ja cool drauf. Abenteuer erleben. Warte mal, nehmen wir die nächste Quest mal an hier. Ups. Immerhin gibt es hier noch ein paar Scherben. Ja, ich brauche halt welche, um mir was zu bauen hier. Oh, das sieht ja geil aus, der Rauch. Ja, das sieht so gut aus hier. Da erkennt man die Next Generation mal wieder. Mildorf! Letztes Mal in der Wildnis hatte ich einen Topf von dir dabei. Der hat mich stark gemacht. Ich hätte wohl sogar einen Läufer überrennen können. Das ist schön für dich. Klingt, als ob du hier ganz erstaunliches Essen servierst. Oh, du auch noch? Ja, du kannst den Rabatt haben. Aber komm später wieder. Ich glaube, du verwechselst mich mit jemandem. Arvind schickt dich nicht? Nein. Oh, Entschuldigung. Naja, seine Schergen drangsalieren mich dauernd. Und jetzt ist auch noch meine Spezialpfanne hin. Ich stecke mitten in einer Krise. Könntest du mir einfach sagen, was du willst? Etwas zu essen? Natürlich. Machen Alvons Leute dir Probleme? Oh ja. Sie wollen immer nur das Beste. Aber mit der Ausstattung hier kann ich meine Gerichte einfach nicht in großen Mengen kochen. Und von ihrem rechtmäßigen Alvend-Rabatt will ich gar nicht erst anfangen. Und wenn du dich weigerst? Ich mache Essen, keinen Ärger. Wie bist du in Kettenkratz gelandet? Ich hatte von einer neuen Stadt am Rande der Grenze gehört. Wo eine Stadt ist, ist eine Taverne. Und ich brauchte Arbeit. Also kam ich hierher und fing an zu kochen. Manche Leute hier hatten noch nie einen ordentlichen Eber-Bären-Eintopf gegessen. Naja, und ehe ich mich versah, kamen sie immer wieder. Wegen des Essens. Oder des Biers. Ich war auch ein Koch hier an so einem Ort, glaube ich. Dein letzter Kunde meinte, dein Essen habe ihn in der Wildnis stark gemacht. So etwas könnte ich auch gebrauchen. Ich wäre dir wirklich gern behilflich. Besonders, weil du den Anstand hast, höflich zu fragen. Aber meine geliebte Spezialpfanne ist hin. Ohne sie kann ich meine Spezialitäten nicht kochen. Wer weiß, was passiert, wenn ich Arvind oder seine Schläger abweisen muss. Selbst wenn ich die nötigen Zutaten schon hätte, könnte ich nichts tun. Es sei denn, du könntest mir einen Ersatz besorgen. Was brauchst du denn? Als Zutaten? Ein paar Stücke ordentliches Wildfleisch und Bitterkrautstängel, eine Handvoll. Das war's. Und als Pfanne
Reicht notfalls vielleicht eine gewellte Metallplatte, bis ich mir eine neue besorgen kann. Du findest sicher eine in einem Wühlerhaufen, wenn du dem Fluss nach Nordosten folgst. Keine Sorge, ich mach sie sauber. Das Wildfleisch und Bitterkraut zu besorgen, wird kein Problem sein. Deiner Kleidung nach kennst du dich mit Jagen und Sammeln ja aus. Danke, Milduff. Ich halte Ausschau. So hört sich also Dankbarkeit an. Und du lässt dich nicht herumschubsen, okay? Wenn du meinst. Oh, das ist viel zu nett, der Kerl. Aber, ja. Ich hätte mal Bock, sein Essen zu probieren. Brise Wagemut, begib dich zur Wühlerposition. Okay, das machen wir. Den Rest haben wir schon. Ich habe schon genug Fleisch und Bitterkraut. Ich brauche nur noch eine Metallplatte aus einem Wühlerhaufen. Dann machen wir das doch. Warte mal, da werde ich mal die Quest umschalten, bevor mir die ganze Zeit hier die andere Quester im Gesicht rumspringt. Ja, eine Prise Wagemut. Und das wäre dann hier. Da sind noch so viele andere Fragezeichen, aber... Ich bin der klügste Mann. Der klügste, der schönste und der beste bist du, habe ich gehört. So. Ja, kannst du da nicht raus? Also mir fällt mir wieder auch an den Animationen auf, wie er die Pfanne auf... Ich weiß, das sind so Kleinigkeiten, aber wie er die Pfanne aufgeschlagen hat. So ein bisschen voller Verdruss. Also das sieht schon so toll aus. Soll ich da noch hochgehen hier? 133. 113. Ich guck mir das hier mal an. Hoppala. Na, geh doch hoch. Das Stück. So. Boah, was macht sie denn, Alter? Wenn ich mir die Moves angucke von ihr, das ist ja unglaublich. Ich meine, sie ist noch ein bisschen... Also, sie ist jetzt meckern auf hohem Niveau, ne? Sie ist noch ein bisschen langsam unterwegs. Ich wünschte mir, es wird etwas schneller gehen hier. Das Pigment wäre gut für eine Rüstung. Aber an sich ist es schon ziemlich geil von den Animationen. Und auch haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt. Würde ich behaupten. Das macht es jetzt irgendwie auch so ein bisschen komisch mit den ganzen Symbolen hier. Aber irgendwie ist es ja auch sinnvoll, ne? So, da sind wir. Hier noch nicht ganz. Ein alter Kaja-Wachturm. Was wohl drin ist? Ja. Für mich gibt es wieder einen Skill, wo ich dann schneller klettern kann, oder ist das jetzt hier alles, ist das schon das Maximum? Bitterkraut. Ah, da ist er. Uiuiui. Oh no. Ach, hier. Okay, hätte ich jetzt auch nicht machen müssen, den Sprint, aber egal. Oh Leute, ich weiß, ich merke noch, wir werden hier viel Spaß haben. Ich meine, ich bin jetzt kein großer Let's Player, aber mir wird es nicht so gut gesehen. Und man sagt ja oft, dass solche Spiele wahrscheinlich in dem Kanal ein bisschen schaden, weil andere Dinge untergehen. Aber ist mir egal, ich habe Spaß daran und das ist ja das, was zählt, oder? Okay, fast geschafft. Ich habe Spaß und das ist eins meiner Spiele, wo ich mich so drauf gefreut habe. Ich meine, jetzt kommt noch Elden Ring, klar. Logisch, da habe ich auch richtig, ne? Aber warum kommen jetzt so viele Spiele raus, wo ich so Bock drauf habe? Es ist echt fies. Gerade im Februar, wo sonst nie was kommt. Also, die haben sich aber auch Mühe gegeben, hier echt die Welt zu füllen.
Mit Sachen, wo man echt lang zu tun hat, ne? Hoppala. Vorsicht, Aloy. Geschafft. Hey, das ist ja noch so ein Teil. Du hast noch eins dieser Geräte. Noch so eine Linse. Eine Linse? Ich krieg sicher später raus, was ich kann von hier oben fast das... Ja, ich unterbreche sie immer, aber diese Standardsätze, man kennt sie, ne? Man kennt sie ja alle schon. Das war immer ein bisschen knapp, was du da machst. Also ich meine, sie trifft natürlich immer 100%, aber... Und das Seil ist auch unendlich lang, so wie es aussieht. Gerade immer so, wie es muss, ne? Na, nimmst du nicht mal das Kraut? Du Olle. Olle Aloy. So, jetzt aber gehe ich endlich da vorne hin. Beziehungsweise hier ist ja noch so ein Turm, den hole ich mir auch noch. Ich denke mal, dass es noch ein Turm ist hier vorne. 116 Metern. Oh, ich komme von unten ran. Hehe. So. Ist das hier, ja? Oh, guck mal, ich sehe. Was ist das denn? Ui, das sieht ja schön aus. Oh, ich muss erstmal auftauchen. Ich glaube, das war's hier. Wie so ein Fisch, was sie da macht. Das ist der Wahnsinn. Sauberer werde ich hier draußen nicht mehr. Was? Versorgt eine Höhle des Schreckens? Das, der östlichen Schrecken. Und hier ist die versorgte Höhle der östlichen Schrecken. Ja, so heißt der Ort, ne? Deswegen. Okay, aber die Linsen will ich alle sammeln. Das könnte interessant werden. Ich sag euch Leute, da gibt es diese kleinen Vögel, die her. Die triffst du überhaupt nicht. Die sind so schnell und so winzig. Und ich musste ja aber voll jagen für meine Taschen. Oh, oh. Warum gehe ich nicht einfach hier weiter? Ich find's cool, dass man immer die Höhlen sieht. Oh, da geht's auch ein bisschen weiter. Brauche ich immer viel Sauerstoff hier. Oh ja. Hoffentlich schaffe ich's noch. Nein, ich schaff's nicht. Gibt's hier Luft? Oh, ein Glück. Oh. Hat sich echt gelohnt, da ist was Violettes sogar. Ist das ein Toter? Oh, was ist das denn hier? Grünglanzsplitter. Edelstein. Grün wie Lohe, aber hart und glänzend. Wenn da Leute interessiert sind. Du hast ein Stück Grünglanz gefunden, eine seltene und wertvolle Ressource. Grünglanz kann benutzt werden, um Waffen und Outfits zu verbessern oder mit bestimmten Händlern getauscht werden. Das ist auf der ganzen Welt versteckt.
Da ist noch was. Bronzebarren. Wie weit geht denn die Höhle noch, bitte? Ich glaube, das war's jetzt, ha? Nee, immer noch. Ach, hier geht's wieder raus. Ah, das... Ah, okay, verstehe. Das ist ja geil. Hab die Höhle gar nicht richtig erkundet eben. Das ist ja geil. Also Leute, ihr merkt schon, ich werde nicht durchpacen, ich werde das genießen, dieses Spiel, ne? Ich muss ja zugeben, bei Dying Light bin ich echt ein bisschen am Durchrennen manchmal. Weil es halt auch sehr lang ist und ich das gerne abschließen will, bevor noch andere Spiele kommen, so wie jetzt hier. Und ich möchte auch weiter Horror bringen, das geht aktuell halt nicht von der... von dem, was ich so vorhabe. Sorry, Häschen. Oh nein. Ich weiß, ihr seht das nicht so gerne. Manche von euch. Deswegen werde ich es reduzieren auf ein Minimum. Ist halt nur virtuell, aber man kann ja auch für virtuelle Tiere ein Herz haben. Oh, Faserwurzel. Das Epische. Na, nimmst du? Also vorbeischwimmen, Sachen sammeln ist nicht so leicht, ne? Schrotthaufen. Oh oh. Oh oh. Jeder Nahkampf liegt mir doch schon ein bisschen eher, würde ich sagen. Also jetzt am Anfang zumindest, wo ich noch nicht wirklich gut schießen kann mit Sachen. Hey, ist ja einiges. Keine Metallplatte. Alter Schwede. Starker Duft. Bin ich hier nicht schon eher hergekommen? Komm, hier gibt es sogar was Violettes. Wer legt die ganzen Kisten eigentlich hier hin? Ich glaube, ich habe alles, was Mildo wollte. Das ist gut. Ich habe jetzt richtig Hunger. Die gewählte Metallplatte. Aber sind noch nicht fertig. Hier gibt es ja noch ganz viele andere leckere Sachen. Das hier. Na. Wenn man Tiere sammeln will, also wie so Tierteile, ne, dann muss man es so machen. Oh, sorry, Waschbär. Ich muss dich jetzt leider noch erledigen, weil die sind hier echt schwerer zu finden. Wow, du kleines Stück.
Arsch. You little shit! Oh, sogar was Violettes. Geil. Aua. Blöde. So. Was Violettes. Klanghülse. Was hat da eigentlich jetzt eben Violett? Ach hier. So gefunkelt. Das ist ja krass, dass es hier so reichhaltig Zeug gab. So, ich habe leider noch eins, aber ist egal. Wir brauchen ja Holz und Fleisch. Kann ich mir das hier irgendwo bauen an der Werkbank? Wusste ich jetzt gar nicht. Kettenkratz. Der Name. Witzig. So, Fallenherstellung. Da kann ich mir nur Säure fallen. Oh, jetzt kann ich ja doppelt so viele. Das ist echt teuer. Maschinenmuskeln. Beutel-Upgrade, Spezialausrüstung. Es gibt noch drei mehr. Eieiei. Präriehundknochen. Oh nein, ich muss Präriehunde töten. Outfit. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt bauen kann, ne? Kann ich die denn bauen, sag mal? Makelloser Schädel. Da kann ich ja nur Dings machen. Dritt. Dritt. Hätte nicht gedacht, dass du fit bist. Da, ich keine Ahnung. Wir geben erstmal die Quest ab, dann machen wir weiter die Hauptquest. Ja. Ich finde auch die Nebenquests hier super interessant eigentlich. Ah, da bist du ja. Es gab einen weiteren Besuch von Alvin höchstpersönlich. Er war aggressiv, aber ich blieb standhaft. Ganz im Ernst? Ich habe mich sogar gewehrt. Oh ja, das habe ich. Bin ganz Ohr. Ich habe sein Essen mit. Ganzen 3 Prisen Salz gewürzt. Wow, du Badass. Statt mit 2. Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt, schätze ich. Ich glaube, ich habe, was du wolltest. Schauen wir mal, ob ich dir für all deine Hilfe etwas zurückgeben kann. Zeit zu kochen. Ich komme vor wie ein Monster Hunter. Du siehst da viel besser aus. Mhm. Mildurf, das war grandios. Wenn du wieder exzellent essen willst, weißt du, wo ich bin. Und ich sag deine ja. Nächste Bestellung geht aufs Haus. Danke. Und vergiss nicht, dich auch mal zu wehren. Komisch, dass du das sagst. Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an einer Portion Widerstand. Hoffentlich bis bald. Ja, ich werde der Koch hier, glaube ich. Eine Prise Wagemut. Oh, meine Dings ist übrigens voll hier, meine Eindringlingsfähigkeit. Trage mehr Rauchbomben und hier stelle Gesundheit wieder her, indem du den stillen Schlag nutzt. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Verursache Enttarnung mehr Reißschaden. Aha. Nahkampfangriffe sind leiser. Ah. Peng. Verursache Enttarnung mehr Stoßschaden aus der Distanz. Stelle Waffenausdauer wieder her. Waffenausdauer. So, wir gucken, was habe ich hier noch. Aha, aha. Was macht das hier? Trinke einen speziellen Trank, um Gesundheit wiederherzustellen und Widerstand gegen Statuseffekte zu erhalten. Ich nehme erstmal das hier, dann sterbe ich nicht jedes Mal so schnell. Oh, verstaue mehr heilende Beeren in deinem Medizinbeutel. 12 maximal. Das ist nicht so wichtig, glaube ich. So, und Konzentration. Guck mal, wie viel ich schon geskillt habe. Und dabei bin ich gerade ganz am Anfang des Spiels, ne? Nahrung verleiht dir vorübergehende Vorteile und Fertigkeiten, Stärkungen. Mildurfs Essen hat Erholungszeit für deine Konzentration verkürzt. Bringe Köche überall auf der Welt Zutaten, um Essen zu erhalten.
Es kann immer nur ein Nahrungseffekt aktiv sein. Ah. Ich sollte mir noch etwas Essen kaufen, bevor ich aufbreche. Und schauen, was Mildo sonst so treibt. Was haben wir denn hier? Meine Augenbrauen! Das werde ich jetzt nicht lesen. Ihr könnt es selber lesen, wenn ihr kurz Pause macht. Ich werde es so überfliegen, wie immer. Entschädigung abgelehnt. Ach, das sind immer die wichtigen Personen, ja? Lust auf gratis Essen? Na los, schau dir die Karte an. Aha, was haben wir denn hier? Gewöhnlich? Ah, ich muss erst so. Hier maximale Gesundheit für 3 Minuten. Beta-Breu Wildschwein, Regeneration und so weiter. Aha. Topfstampf. Okay. Fleisch in der Mitte. Alter, guckt sich mal das Essen an. Okay, das ist immer dasselbe. Nahkampfschaden um 2 für 3 Minuten. Das ist ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig. Aber ich kann es wohl immer konsumieren, wenn ich draußen unterwegs bin. Deswegen ist es schon ganz cool. Was ist denn das hier? Hey! Runter damit! Hey! Was? Ihr wart der Willige. Retterin, danke, dass du Zeit für mich hast. Und mein Beileid, dass du dir Alvens Geschwafel anhören musstest. Es gibt Schlimmeres. Klingt, als würde er dir mächtig Druck machen wollen. Der Gedanke, dass die Kaja absichtlich Dornrücken in den Schrecken lassen, ist... Das ist völlig absurd. Aber je lauter und öfter er das sagt, desto mehr Leute unterstützen sein Konzessionsdekret. Wie sind die Dornrücken in den Schrecken gelangt? Das weiß niemand. Zuerst wurden sie westlich des Steinbruchs gesichtet. Aber wenn sie nicht fliegen gelernt haben, weiß ich nicht, wie sie über die Berge gekommen sein sollen. Andere Möglichkeiten? Meines Wissens nach nur über Fahrlicht. Hör zu. Wenn du dieser Sache auf den Grund gehst, biete ich dir einen wirklich beachtlichen Lohn dafür an. Alvand soll endlich Ruhe geben. Was ist dieses Konzessionsdekret, das Alvand will? Er möchte, dass das Sonnenreich Teile des Schreckens an die Osseram abtritt. Natürlich nur solche Gebiete, die irgendwie wertvoll sind. Lass mich raten. Er profitiert irgendwie davon. Ganz genau. Wenn der Schrecken unter Osseram Gesetz fällt, kann er sich mehr Gelder für ihre zahlreichen Projekte sichern. Und ohne Konzession bekommt er keine Gelder? Nein. Das Sonnenreich könnte ihre Vorhaben jederzeit stoppen. Deshalb ist diese Konzession so wichtig für ihn. Und den Kaja die Schuld an den Dornrücken zu geben, so absurd das auch ist, spielt ihm in die Hände. Wieso hilft es Alvand, wenn er die Kaja für die Dornrücken verantwortlich macht? Sieh dich um. Wir sind zwar im Sonnenreich, aber in Kettenkratz gibt es doch nur Rost und schales Bier. Die Behauptung, die Kaja ließen Dornrücken los, um Osseram-Arbeiter zu bedrohen und zu unterdrücken. Naja, absolut niemand hier hat die Grausamkeiten des verrückten Sonnenkönigs vergessen. Und da wegen der Dornrücken die Arbeit im Tal lahm liegt, hat Alvand genug Zeit, kaum verheilte Wunden aufzureißen. Und wenn die Osseram erst mit der Konzession die Arbeit wieder aufnehmen wollen, hast du keine Wahl. Korrekt. Der Wiederaufbau von Fahrlicht muss weitergehen. Wie bist du denn hier gelandet? Ich wollte hierher, ob du es glaubst oder nicht. Die Leitung des ganzen Tals im Namen des Sonnenkönigs? Es war eine Ehre. Ist eine Ehre, meine ich. Aber dein Job wäre viel einfacher, wenn jemand wie Alvand dir nicht ständig hineinpfuschen würde. Alvand wird mir erhalten bleiben. Er ist schon länger hier als ich. Er hält sich sogar für den Gründer von Kettenkratz. Ja, tut er. Dieser Vogel, ja, hey. Ja, ich werde schon mit ihm klarkommen. Ich muss. Die Dornrücken waren also zuerst westlich des Steinbruchs? Ja, einem verstörten Arbeiter zufolge bebte zuerst der Boden und dann kamen sie den Berg heruntergestürmt. Er rannte den ganzen Weg bis hierher. Dann sollte ich dort anfangen. Wenn du die Wahrheit rausfindest,
hört Alvand vielleicht auf, für alles immer die Kaja zu beschuldigen. Und vielleicht konzentriert er sich dann endlich auf den Wiederaufbau von Fahrlicht. Tja, das ist ja immer lustig hier. Was ist denn das? Unbekannt noch. Aha. Yeah! Oh, was gibt's denn hier? Ist das? Hey, Rotschopf. Hast du jetzt doch Lust auf einen? Lust auf eine Partie Streit? Ah, ist dir nach einer Partie Streit, Schwester? Ich baue das Brett auf. Maschinenstreit? Ich kam gerade vorbei. Ein Frischling, hm? Keine Sorge. Ich nehme Rücksicht auf dich. Hast du Figuren? Nein. Tja, so ein Glück aber auch. Ich habe noch einen Satz. Original Tenakt. Direkt aus dem verbotenen Westen. Komm, setz dich. Ich erkläre dir ganz schnell alles. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du auf allen meinen Brettern gewinnst. Okay. Ich weiß, ihr liebt ja so Ingame-Spiele. War bei Witcher Gwent war ja auch schon toll für viele. Anfänger-Leitfaden, was haben wir denn? Oh, ja, es wird sehr komplex, glaube ich, ja. Oh je. Okay, Brett, 64 grüne Felder. Das ist wohl vielleicht die Art des Geländes. Okay, fangen wir einfach an. Die Tenakt sagen gern, dass Maschinenstreit ein reines Strategiespiel ist. Wir kriegen beide einen Satz Figuren. Jede Figur repräsentiert eine Maschine. Und meine haben keinen Angriff. Und jede Maschine ist unterschiedlich viele Siegerpunkte wert. Um zu gewinnen, musst du 7 Siegerpunkte sammeln, indem du die Maschinen des Gegners zerstörst. Es kann schwierig sein, sich die Details aller Maschinen einzuprägen. Deshalb verwenden wir diese Notizen. Siehst du die Zahl oben rechts in der Ecke? Ja. Dort steht auch, hoppala, wie weit die Figur gehen kann. Wie mächtig ihre Angriffe sind. Und die Verteidigung. Die Distanz, auf die sie schlagen können. Und natürlich ihre Gesundheit. Das genügt erstmal. Lass uns spielen. Den Rest erkläre ich dir beim Spiel. Aha, und die Felder? Also entscheide ich, wer anfängt. Da dies deine erste Partie ist, darfst du anfangen. In der Regel musst du wählen, welche Figuren du aufs Brett stellst. Aber das muss erstmal reichen. Nimm die Maschine rechts von dir. Mhm. Und beweg sie vorwärts. Denk dran, jede Maschine deine Notizen an, wenn du etwas vergessen hast. Hä? Ganz einfach, oder? Also, na toll. Du darfst pro Runde 2 Maschinen bewegen. Also los, wähl eine zweite Maschine. Perfekt. Sonst kannst überladen? Du nicht mehr viel tun, also beende einfach deine Runde. Es geht langsam vorwärts. Lass mich meine Figuren bewegen. Na toll, jetzt macht sie meine kaputt. Nee. Und du bist wieder dran. Hä? Wieso greifst du dieses Mal nicht eine meiner Figuren an? Versuch's erstmal mit der Maschine rechts von dir. Jetzt beweg die Figur. Wenn du einen Angriff ausführst, testest du die Kampfkraft einer Maschine gegen die Kampfkraft einer Maschine und ihre Angriffskraft. Auf diesem Brett gibt es nur Grasland und deine aktuell also entspricht die Kampfkraft, da meine Maschine nicht die und ganz wie deine Maschine, also beträgt der Unterschied in der... Das heißt, dass deine Maschine hast ja. Du alles verstanden? Mach jetzt! Das ist aber nicht so schwer. Ich wusste, dass du clever bist. Dann greif mal meine Bam. Du hältst dich doch nicht zurück. Jetzt schnapp dir deine... Du siehst, deine Maschine kommt nicht nah genug, um meine anzugreifen. Du kannst deine Maschine sprinten lassen. So kommt sie ein Feld weiter. Versuch's mal. Der Nachteil beim Sprinten ist, dass deine Maschine nicht mehr angreifen kann. Also manche Spieler gehen in so einem Fall ein Risiko ein und überladen ihre Maschine. Mit Überladen kann man nach einem Sprint angreifen, aber es entzieht deiner Maschine 2 Punkte Gesundheit. Es steht hier frei, es einzusetzen. Lass es uns mal versuchen, damit du siehst, was ich meine. Das war's dann schon mit deiner Runde. Also, jetzt verrate ich dir einen coolen Trick. Deine Maschine da, die mir am nächsten ist, nimm sie in die Hand. Ganz wie in der Wildnis haben die Maschinen gepanzerte Stellen und Schwachstellen. Von hinten, sie sind auf also. Den Teilen markiert, siehst du?
Blau zeigt an, wo der Panzer am dicksten ist. Ein Treffer dort bewirkt etwas Schaden. Aber nicht viel. Rot zeigt die Schwachstellen einer Maschine an. Hier, ich zeig's dir. Jetzt verpasst der Maschine. Bam. Sie fliegt runter vom Brett. Und das sind deine ersten Siegerpunkte. Du hast noch keine 7 davon, also machen wir weiter. Deine Maschine, nur zu, rücke weiter vor. Du hast bereits angegriffen und deine Figur bewegt. Aber wenn du deine Maschine überlädst, kannst du ein zweites Mal angreifen. Ja, da geht sie kaputt. Und nach der Geteilen würdest du da. Aber manchmal überlade deine Maschine, um meine ein zweites Mal anzugreifen. Und ich zeig. Ist das nicht ein Spaß? Und jetzt, weil deine Maschine gleichzeitig mit meiner ausgeschaltet wurde, erhalten wir beide die Siegerpunkte, die unsere Maschinen wert sind. Das Gute ist, weil du deine Siegerpunkte, was bedeutet, dass du die begehrten 7 Punkte zuerst erreicht. Deshalb kann man manchmal, tja, reicht. Das bedeutet, war doch gar nicht so schwer, oder? Denk dran, immer das beste Terrain für deinen Angriff zu suchen. Du wirst überrascht sein, welchen Vorteil dir das über einen Gegner verschaffen kann. Hat mich schon das ein oder andere Mal gerettet. Ich glaube, das mache ich off-cam, Leute. Daran zu denken. Oh, bevor ich's vergesse. Das sind alles meine Ersatzfiguren. Ich will, dass die Retterin von Meridian sie kriegt. Es ist zwar nur ein kleiner Satz, aber er sollte ausreichen, um bei jedem Streitspiel dort draußen einzusteigen. Vielleicht hast du ja Lust, nach Streitschnitzern Ausschau zu halten. Die haben alle möglichen besonderen Figuren, die ein Spiel zu deinem Vorteil wenden können. Doch für die Herstellung brauchen sie das richtige Material, oder? Mit etwas Glück findest du sie in der Wildnis. Ich habe jede Menge Figuren bei einer nächtlichen Maschinenjagd verloren. Oder einer Kneipentour. Du brauchst mir nicht zu danken. Ist mir stets ein Vergnügen, neuen Streitspielern zu helfen. Das ist ja nett. Also, wenn dir danach ist, ein echtes Spiel zu spielen, ich habe jede Menge andere Bretter. Nee, lass mal. Ich könnte dir auch noch ein paar Tricks zeigen, wenn du möchtest. Ist jetzt nicht so schwer zu verstehen. Ich überleg's mir. Ja. Tutorial abgeschlossen. Komm jederzeit wieder, Rotschopf. Oh, die hat ja echt viele für mich gehabt. So, wo ist jetzt Petra? Ich will saufen mit Petra. Oh, da unten ist noch was. Boah. Steht hier einfach so rum, der Kram. Ich nehme ja alles mit. Sagt keiner was. Oh, der Baumeister. Mit dir was machen? Nee? Ich glaube, ich muss erstmal Erend finden, um mir alles in Gang zu bringen. Übrigens, Erend, war er nicht eigentlich unser Love Interest so ein bisschen? Er war doch der, den sie damals so ein bisschen, und der auch uns so ein bisschen angehimmelt hat, ne? Aber ich weiß gar nicht mehr. Wir gucken mal. Hallo. Ach, hier kann ich die bauen, guck mal. Machen wir uns mal so ein paar Paketchen. Später werden wir die gar nicht mehr brauchen, sage ich euch. Guck mal, es geht immer schneller, je mehr man macht. Finde ich voll gut. Jetzt schnappen hier. In Brutstätten erfahre ich, wie man Maschinen blockiert. Aber wo finde ich eine? Ja, und alle ab, weil der Wächter tot ist. Finde ich immer ganz niedlich, dass hier so ein Wächter sich um alle kümmert, um alle Tiere. Und die kann ich überbrücken übrigens, man hat es ja gesehen, ne, aber... Oh, ne. Ich würde mir mal eins überbrücken. Dann werden die anderen aber leider aggro, schätze ich, ja. Nee, oder auch nicht. Ein neuer Reitmaschinenruf wurde deinem Dings hinzugefügt. Könnte ich ja auch sammeln.
Oh, ich kann sammeln, während ich auf dem Vieh sitze. Das war gut. Das ist der Steinbruch, den Todes meinte. So. Hey, Mädchen, halt! Es ist zu gefährlich. Meinst du? Für mich doch nicht. Was, Belna? Und er ist voller Dornen. Das ist der falsche Tag für eine Besichtigung. Wach gegen Säure. Warte mal. Sorry. Oh nein, da sieht mich noch was. Ich will nur den Dornrücken hier haben. Zieht euch. Ja, was machst du denn? Warum springst du denn ins Wasser? Na? Oh. Ah. Was? Ich kann meine eigene Säurefalle auslösen. Oha. Achtung! Alter. Los hier. Chance. So viel Kram haben die leider doch nicht, wie ich gerne hätte. Oh.
Steinbruch ist sicher. Meine Güte, ey. Erstmal heilen. Ja, die Säure ist schon gut, aber... was die aber auch für ein Theater immer machen, die Viecher. Ich hätte das wahrscheinlich ein bisschen ruhiger erledigen können, aus dem Schutz raus. Was ist denn das hier? Ah, das ist mein Reittier, das schon. So, damit hätten wir es ja erledigt, oder? Alles okay? Okay, mit ihr muss ich gar nicht reden. Da ist die Arbeiterin. Kann ich mir die ganzen Sachen hier noch aufsammeln, die ich abgeschossen? Ah, sehr gut. Metallbiss. Sieht gar nicht aus wie ein Biss. Sieht aus wie ein Gefäß. Ja, ja. Machen wir locker. Keine Ahnung, was Nenora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet. Aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Ja, die Außerrahmen sind hardcore. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Alvin nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alvin so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Alvins Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. So, eine Spule ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Schalte Spulenplätze für deine Waffen frei, indem du sie verbesserst. Rüste Spulen aus, die du erbeutest oder kaufst, um die Leistung deiner Waffen zu verbessern. Aha, ein Spulenplatz. Ah, sehr gut, Frostschaden. Na dann. Oh, nicht kompatibel, wow. Das ist noch nicht freigeschaltet, das auch nicht. Ernsthaft. Ist halt doch scheiße. So, Rohstoffe. Warum ist die nicht kompatibel, bitte? Was ist denn das für eine Spule? Nicht kompatibel. Frostschaden. Aber warte mal, hier steht's doch. Kann nur für Waffen mit freigeschalteter Frostmunition ausge... Ja gut, macht ja auch Sinn, ne? Nur für Frostmunition. Wir haben ja ganz schön gut Kram dabei. Oh, war das Feuer? Ja. Erhöht die Verteidigung gegen Löschwasserschaden. Löschwasserschaden? Was ist das nur für Outfits? So, gut, dann gucken wir mal weiter nach Erend. Der müsste hier dann sein. Warte mal, was ist hier noch? Gehen wir da noch hin. Wasser ist so schön, auch wenn es halt einfach nur grün ist, aber... Aussichtsturm. Aha. Komm ich da rauf? Keine Ahnung. Das hatte ich ja schon mal aktiviert, glaube ich. Warum das denn? Oh. Ernsthaft, da ist ein Vieh drin. Das ist klar.
klar, ne? Sorry, Schweinchen. Aber ihr seid so einfach zu erwischen. So, da bin ich richtig. Was? 5 Gräber? Schwachstelle Auge, hä? Warum werden hier die Gräber angezeigt? Das ist doch die Spur von Erend hier. Aha, da rennt er weg. Die armen kleinen Gräberchen hier. Sogar was Blaues dabei. Oh, da war noch eins. Armes Schweinchen. Aber die haben Fleisch. Oh, ich höre was. Da kämpft jemand, hä? Nee. Die Dornrücken sind überall. Oh, was Violettes. Ich dachte, ich höre jemanden kämpfen. Er rennt, mein Kumpel. Ja, er ist es. Yes, mach sie fertig. Wie sie sich freut. Einer weniger! Das hier! Dafür wurde ich geboren! Keine Buchhaltung! Keine öden Patrouillen! Er ist cool. Nur der Hammer! Nur der Kampf! Aloy? Erend! Ja komm, den machst du jetzt nicht, oder was? Ich mach den Rest. Oh shit, das sind mehr. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Mach sie zu Schrott, ey, Leute. Erledigt.
So sieht's aus. Man muss nicht gut schießen können. Man muss nur gut kloppen können. Ja, Eren ist unser Buddy. Ich weiß gar nicht, wie war es mit ihm? Waren wir mit ihm nur dicke oder waren wir mit ihm auch romantisch so ein bisschen? Ich glaube, er war nur unser Kumpel. Ich bin nicht so ganz sicher. Ach, Eren. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig! Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich. Selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme! Oh, es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester. Den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Oh, es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? Erend, hör mal. Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Und dann lass mich helfen. Oh. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht mal Menschen, die mir wichtig sind. So viel zu nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede. Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, nein, nein. Du bist anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Ich finde, nichts anderes hat Eren verdient. Das war. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Herzlich zu ihm sind. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Ich überbringe Irwin die gute Nachricht. Und Wadis. Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Ich überbringe Irwin die Nachricht. Leute! Sachen für den Vorrat. Das war's jetzt erstmal mit dem Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder zu Horizon Forbidden West. Was ist denn das hier? Sieht irgendwie creepy aus. Wie eine Maske. Da drin ist noch was.
Da drin ist noch. Okay. Ist egal. Leute, wir sehen uns wieder. Bis dann. Tschüss.